Einem wunderschönen guten Abend, liebe Freunde vom PlayMassive.de und willkommen hier zur nunmehr dritten Ausgabe unseres Livecasts. Boah, schon die dritte Ausgabe, das ist ja schon fast, mehr als zwei. Ja, es ist fast schon ein Jubiläum, das ist ja schon, Mensch, die dritte Ausgabe, das ist ja... Man kann aber auch sagen, es ist die vorletzte Ausgabe vor der Gamescom. Man kann aber auch sagen, es ist die nächste Ausgabe nach der zweiten Ausgabe. Und ja, wir sind jetzt quasi triinfernal. Triinfernal, das ist auch schön. Aber es ist ja gar nicht die letzte Ausgabe vor der Gamescom. Die vorletzte, habe ich gesagt. Achso, die vorletzte, ja, okay. Weil nächste Woche kommt ja erstmal noch eine Ausgabe. Da kommt ja unser Epic... mega, super, hyper tolles Gamescom-Special. Das super, mega tolle, hyper tolle Gamescom-Special. Nächste Woche hier bei uns im Livecast verraten wir euch alles, was abgehen wird auf der Gamescom. Wer kommt nicht und ja, welche Spiele werden zu sein? Ich bin natürlich auch da. Die Draki und ich, die ganze Woche werden wir da für euch unterwegs sein. Auch ein paar schöne Podcasts aufnehmen. Ja, dann wie immer zu finden auf PlayMassive TV, auf YouTube. Aber heute bleiben wir erstmal noch bei unserem Steckenpferd, bei den aktuellen Gaming. News. Oh, dabei ist doch die größte News schon, dass wir schon die dritte Ausgabe haben. Der Hammer. Ja, kriegt mich gar nicht mehr ein. Ja, so, legen wir gleich mal los. Und zwar räumen wir heute mit einem Gerücht auf, nachdem wir in letzter Zeit immer viele Gerüchte verbreitet haben. Nein, haben wir gar nicht. Räumen wir heute mal mit einem auf. Und zwar brodelt es ja schon eine ganze Weile um Star Wars The Old Republic. Ne? Wie sieht's denn jetzt aus? Hm, ja, ein paar Problemchen. Hm, man munkelt, es wird free to play. Wird's nicht, wird's doch, wird's nicht, wird's doch. Hm, 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 hm. Wir können aufklären. Trommelwirbel bitte. Mach einfach weiter. Ach, bist du schon wieder langweilig. Es wird. Tatsache, Star Wars The Old Republic wird ein Free-to-Play-Modell bekommen. Es ist jetzt ganz, ganz offiziell angekündigt. Boah. Genau, aber bei diesem Free-to-Play-Modell muss man noch ganz wichtig mit dazu sagen, das ist kein reines Free-to-Play, wie man es zum Beispiel jetzt von der Herr der Ringe Online kennt, sondern es ist ein Mischmasch-Modell. Zwar, es wird quasi noch ein normales Pay-to-Play geben, quasi für den Premium-Account, es wird aber eben auch eine kostenlose Variante geben. Ja, ihr könnt bis Level 50 und alle 8 Klassen könnt ihr spielen. Und um dann ja weiterzukommen oder weitere Teile des Spiels erkunden zu können, werden sogenannte Mikrotransaktionen nötig sein und so könnt ihr quasi euren Account upgraden. Genau. Es ist ja das zweite populäre System, sage ich mal, neben dem sogenannten Item-Shop. Finde ich aber auch gut. Ich meine, jetzt kann man natürlich wieder sagen, man kauft dann nur so eine Light-Version des Spiels oder man hat dann nur die Light-Version, aber im Endeffekt kann man so selbst bestimmen, wie viel man spielen will. Ist also eigentlich gar nicht so schlecht und natürlich, wenn man dann merkt, okay, das Spiel macht mir richtig Spaß, ich bin ja High-End-mäßig am Start, habe auch meine Leute hier, dann ja, kann man halt Geld in investieren. Ja, so könnt ihr euch das quasi selber aussuchen, finde ich gar nicht schlecht. Ja, Star Wars The Old Republic ist jetzt ziemlich schnell, dass das Free-to-Play wird. Also wir haben ja am Anfang eigentlich fast nur Gutes darüber gehört, wobei ich persönlich immer schon ein bisschen skeptisch war. Ich habe das Spiel letztes Jahr auf der Gamescom gesehen und ja, habe mir dann gedacht, das ist jetzt eigentlich gar nicht so spektakulär. Ne? Ich jetzt als alter MMO-Hase, der schon seit vielen, vielen Jahren Online-Rollenspiele spielt, da war jetzt Star Wars nicht mehr so der Brüller, aber gerade für viele Leute, die aus dem Singleplayer-Bereich kamen, die also sonst mehr sowas wie Mass Effect gezockt haben oder eben Knights of the Old Republic. Ne, für die war plötzlich Old Republic der erste Start in die Welt der ja, MMORPGs. Ich fand es eben schon damals jetzt nicht ganz so pralle, deswegen wundert das mich nicht. Aber was mich halt wundert, ist, dass es so schnell geht, weil man am Anfang doch ne, 3 Millionen verkaufte Kopien oder 1 Million verkaufte Kopien bereits nach einer Woche und es war der absolute Hype und dann, ja, wie es meistens so ist, am Ende hat es dann leider etwas gebröckelt. Ja, es ging leider auch relativ, ich meine, es ging ja auch relativ schnell mit dem Bröckeln. Ich meine, wir erinnern uns, so nach, glaube ich, 1-2 Monaten ging das schon los, dass die ersten sagten, naja, Endcontent, meine ich, das ist, denke ich mal, ein richtiger Schritt und auch ein guter Schritt. Mal gucken, ob sie damit aus der alten Republik noch ein bisschen was rausholen können. Ja. So. Möchtest du weitermachen mit der nächsten News? Ja, aber natürlich.
Immer doch. Wir kommen jetzt nämlich aus der alten Republik zu neuen Projekten. Der ein oder andere hat vielleicht inzwischen schon von dem knuffeligen kleinen Studio in Berlin, genannt Infernum, gehört. Übrigens, wenn ich das gerade hier so sehe, auf jeden Fall unter meinen Top 3 der Studios mit den süßesten Logos. Ja, das stimmt. Sehr knuddelig, solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Infernum googeln, findet ihr bestimmt das Logo. Ja, wir wollen jetzt aber nicht über Logos sprechen, sondern über die News. Denn nachdem Infernum ja inzwischen schon ein bisschen die E3 damals unsicher gemacht hat, gibt es jetzt ein neues Projekt, und zwar ein auf der CryEngine basierendes MMORPG, Projektname Terralon, das auf der Gamescom vorgestellt werden soll. Nur ist Infernum von unseren Zuschauern mit Sicherheit kein Unbekannter, denn ein Infernum-Spiel haben wir letzte Woche gerade angetestet mit euch. Na, wer hat aufgepasst? Jetzt melden. Meld. Und was war sie, Yuga? Natürlich Brickforce. Haben wir letzte Woche mit euch gezockt. Ich habe die Draki ordentlich fertig gemacht. Ja, und... Weil du nur von hinten geschossen hast. Genau. Terralon ist ja... Also der Projektname, da wird irgendwann noch ein richtiger Titel folgen, ist ein neues MMORPG. Und jetzt kommt der Hammer. Es wird von Infernum selbst entwickelt. Man kennt das ja, meistens kaufen sich dann die ganzen Publisher irgendwelche asiatischen Lizenzen und modeln dann die Spiele noch ein bisschen auf. Aber Infernum sagt, nee, da haben wir keinen Bock drauf. Wir bringen jetzt unser eigenes Game auf den Markt. Und CryEngine 3, auch von einem Berliner, ist natürlich schon eine ganz, ganz tolle Sache. Auf jeden Fall Grafik auf dem neuesten Stand. Da dürfen wir auf alle Fälle gespannt sein. Die Draki und ich sind auch... Ja, wie schon gesagt, auf der Gamescom, und wir haben auch unseren Termin bei Infernum, und da ja, werden wir der netten Josephine Gerke ein paar nähere Details zu dem Spiel auf jeden Fall aus den Rippen leiern. Ich hätte jetzt gesagt, aus der Nase ziehen, aber aus den Rippen leiern ist bestimmt nicht ganz so eklig. Wir machen es anders, also du hältst sie fest und ich kitzel ihre Füße, ne, bis sie alles zu dem Spiel ausgespuckt hat. Ja, hast du, denkst an die Kitzelfeder einzupacken. Auf jeden Fall. Nee, also ich bin schon ganz schön gespannt drauf. Also bis jetzt gibt's halt hier dieses Artwork, da ist jetzt noch nicht so viel drauf zu sehen. Laut den Aussagen des Producers geht es in die Richtung Fantasy. Es soll sogar ein bisschen Science Fiction mit drin vorkommen. Ja, können wir auf alle Fälle gespannt sein. Das lässt sich auch vermuten, wenn man sieht, dass der Autor Dave Wolverton daran mitarbeitet. Der ist nämlich relativ bekannt, viele Sci-Fi-Romane geschrieben, aber auch viel Fantasy, nur halt unter einem anderen Pseudonym. Genau. Ihr wird gerade im Chat geschrieben, ob der Stream manchmal ein bisschen laggt. Das liegt heute mit darum, dass auf Twitch, quasi auf unserem Stream-Hoster, hier heute ein Riesen-Event zugange ist. Deswegen, ja, lahmt heute auch Twitch ein bisschen rum, war auch mit unter anderem der Grund, warum der Stream heute 20 Minuten später kam. Also, wie, was, ein Event, das größer ist als unser Cast hier? Kann gar nicht sein. Damit meine ich ja unseren Cast. Das ist ja eigentlich schon das Event schlechthin hier. Wenn ihr auch mit in den Chat wollt, liebe Leute, einfach auf playmassive.de, dann seht ihr schon euren Weg zum Stream, und darunter ist die Chatbox. Da könnt ihr dann quasi hier mitchatten, und ja, wenn ihr eure Meinung habt zu den Games, über die wir sprechen, wenn ihr mal euer Feedback mit abgeben wollt, einfach nur Kommentare schreiben, haut sie da rein, und dann werden wir das auch hier vorlesen. Genau, das hier ist nämlich nicht nur ein Live-Cast, das ist auch noch ein Live-Chat mit euren Playmassive-Redakteuren. Ja! Ja, Namen, Mr. Lux. So, kommen wir von einem jungen Aufsteiger zu einem, ich bin heute so geil in den Überleitungen, oder? Kommen wir heute von einem jungen Aufsteiger zu einem alten, ja, ich muss es leider sagen, bisschen Absteiger, wenn ich das hier so höre. Das ist ja, oder wenn ich das hier so lese, das ist ja, wir kommen zu WoW. WoW hat nämlich in den letzten Monaten schon wieder verdammt viele Spieler verloren. Das ist ein etwas trauriger Trend, der sich irgendwie immer weiter fortsetzt. Ende Juni verzeichnete WoW gerade mal noch 9,1 Millionen Abonnenten. Sagt sich der ein oder andere, 9,1 Millionen ist ja noch ganz schön viel, was meckert ihr denn da? Ja, WoW war ja inzwischen bei 13 Millionen der letzte Top-Stand. Ich glaube, das war zur Höhezeit von Wrath of the Lich King. Ja, 13 Millionen Spieler. Haben sie also jetzt innerhalb der letzten 2 Jahre 4 Millionen Spieler verloren. Das ist schon ganz schön ouchen. Es ist auf jeden Fall, wenn man es so rechnet, ist es ein Viertel aller Spieler sind weg. Aber die Spieler kamen ja nicht aus unseren Gefilden. Nein, Tatsache. Europäische und nordamerikanische Spieler sind kaum abgestiegen. Das wird ja mal so ein bisschen zusammengefasst, der Markt, ne? Europa, Nord- und Nordamerika.
sondern es waren eher so die Ossis, nein, die östlichen Gefilde, in denen die Spieler abgewandert sind. Nun fragt man sich, denkt man sich doch, Mensch, Mist auf Pandaria, das ist doch hier, China-Schama, vielleicht mögen sie das ja gar nicht. China-Schama? China-Schama. Das ist ja China-Schama. Ja, Draki entwickelt neues China-Schama. Ja, ich glaube aber, das ist auch diese, man muss mit dazu sagen, Prä-Addon-Situation oder Prä-Erweiterung-Situation, weil jetzt weiß man, okay, da kommt bald eine Erweiterung. Es ist auch inhaltsmäßig in den letzten Monaten im WoW fast gar nichts passiert. Also mit dem Fall von Deathwing hat sich in Cataclysm nicht mehr wirklich was getan. Und ja, jetzt könnte man monatelang damit zubringen, immer und immer wieder Deathwing zu nutzen, oder man wartet eben gleich auf Mists of Pandaria. Und ich glaube fast, dass das auch gerade die derzeitige Situation ist, dass die Leute einfach sagen, okay, 4 Monate lang muss ich nicht unbedingt jetzt bezahlen, ich steige im Mai ab und steige halt im August wieder ein. Könnte ich mir theoretisch vorstellen. Wir haben ja auch noch ein paar andere richtig gute MMOs in der Pipeline. Bald kommt ja noch Guild Wars 2. Dann ist jetzt ja frisch The Secret World erschienen. Das sind schon mal 2 richtig starke Titel. Und gerade Guild Wars 2 spricht ja auch so ein bisschen die WoW-Generation an, da die Settings in die gleiche Richtung gehen. Ziemlich viel Fantasy, ziemlich viel auf episch und groß gemacht. Jetzt nicht ganz so brachial wie diesen ganzen Mittelalter-Fantasy-Spiele wie EverQuest und Co. Deswegen, ja, eine Menge Leute werden natürlich auch auf dieses Spiel erstmal umwechseln, gerade auch wegen dem sehr benutzerfreundlichen System, dass man eben nur den Client kaufen muss, zum einmaligen Festgeld, und das Spiel danach komplett Free-to-Play, ohne Item-Shop. Stimmt jetzt nicht, es wird einen Item-Shop geben, aber eben jetzt keinen Item-Shop, wie man ihn aus Free-to-Play-Games kennt, sondern eben sowas wie zusätzliche Charakter-Slots und so weiter. Und ja, das wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass WoW sich auf einem niedrigeren Level einpendeln wird. Ja, also der Bonsai schreibt auch gerade, die Jahrespässe laufen aus. Kann natürlich auch sein, ne? Erinnerst ja, du dich an die Jahrespässe stimmt. Mit Diablo und so? Stimmt, die Jahrespässe. Könnte zeitlich sogar einigermaßen hinkommen. Ja, nee, aber ich denke mal, diese Prä-Addon-Situation, die gibt es einfach seit PC, nachdem die Leute damals nach Outland kamen und festgestellt haben, hey, mein mega High-End-Equip, das ich mir jahrelang erfarmt habe, ist irgendwie auf einmal für Lulli. Ja. Nee, das ist. Deswegen haben die Leute auch vor Addons einfach, glaube ich, keinen Bock mehr zu farmen. Also ja. Weder Equipment noch sonst irgendwas, weil es ist eh alles für eine Brause, wenn dann das neue Addon draußen ist. Das ist mir auch schon damals aufgefallen, als auf Burning Crusade umgestellt wurde. Da haben viele noch wirklich den Fehler gemacht. Also meine Raid-Gruppe, die hat damals noch bis zum Schluss durchgehalten, hat wirklich bis zum Release-Tag von Burning Crusade noch geraidet. Nur wir waren damals auf BWL-Niveau, das ist nicht sonderlich weit gewesen. Und ja, dann kommst du eben in die Scherbenwelt, machst ein halbes Level und schmeißt deine ganzen hart erkauften, also mit DKP-Punkten erkauften Epics weg und ja, ziehst dann grünes Levelzeug an. Von daher kann ich das verstehen. Ich denke mal, die Zahlen werden sich wieder ein bisschen stabilisieren, wobei die Laufzeit vom WoW nähert sich auch wirklich dem Ende. Man braucht es nicht immer wieder, sag ich mal, sich anders vorstellen. Guild Wars 2 wird dann, denke ich mal, einiges an Spielern wegziehen. Bestimmt nicht alles und bestimmt auch nicht den großen Teil. Das haben die ja auch bei NCSoft und bei ArenaNet mittlerweile selbst gesagt, dass sie nicht davon ausgehen, dass ihr Spiel WoW absägen wird, weil da ist auf Anhieb kein Spiel in der Lage, zu plötzlich 10 Millionen Spieler dazu zu bewegen, ihr Spiel zu canceln. Aber ich denke mal so, 1 Million, 2 Millionen in einem Zeitraum von einem Jahr ist auf jeden Fall drin, dass man sagt, nächstes Jahr, dass dann Guild Wars 2 auf jeden Fall 1 oder 2 Millionen Spieler haben wird und WoW sich auf einem niedrigeren Level, aber immer noch auf Top-Level einpegeln wird. Ja, also ich denke, wir gucken mal, wie es weitergeht mit WoW. Ich bin auch mal gespannt, ob nach dem Mob-Release die Spielerzahlen wieder hochgehen. Ich denke schon. Also das wird auf alle Fälle so sein. Es bleibt zu beobachten. Es bleibt zu beobachten. Wir genau. Werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das sowieso, dazu sind wir da. Ja, sind wir. Deswegen machen wir jetzt auch weiter. Oder hast du noch was zu sagen? Machen wir weiter. Machen wir weiter. Wir kommen jetzt zu Wildstar. Ja, ist ja gut. Wildstar, das neue MMORPG aus dem Hause Carbine Studios NCSoft, wartet auf mit, also es gibt jetzt einen neuen Trailer
der uns das Housing-System näher bringt. Ein System, das in vielen MMORPGs verlangt wird, in vielen ein bisschen umgesetzt wird, in manchen gar nicht. Und Carbine nimmt das jetzt gerade so richtig ernst und sagt sich, wozu ein Haus, wenn der Spieler eine Insel haben kann? Ihr habt dann sozusagen auf eurem Heimatkontinent eine eigene, also beziehungsweise auf dem Planeten Nexus, eine eigene fliegende Insel, auf der könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Die könnt ihr einrichten, wie ihr wollt. Da könnt ihr zum Beispiel, indem ihr Blumen, Pflanzen, Bäume zerhackt, euer Waffenskillung nach oben bringen. Auf der könnt ihr eure Insel mit dicken Kanonen garnieren, wollte ich gerade sagen, verzieren. Da könnt ihr, ich weiß es nicht, ihr könnt euch ja total austoben. Jetzt gebt mir gerade die Kreativität aus, hilf mir mal. Genau. Und da der Drake die Kreativität ausgeht, zeigen wir euch lieber den tollen Wildstar Housing Trailer, damit ihr euch selbst einen kleinen Eindruck vom Housing-System in Wildstar, ja, machen könnt. Bitteschön. I'm Phineas T. Rotostar, and today I'd like to talk to you about home. Home. A place to put your feet up. A place to hang your hat. A place that, thanks to years of research by Protostar Corporation, has a statistically insignificant chance of killing you. We here at Protostar would like to interest you in a new home, on a new world. The planet Nexus. Yes, Nexus, planet of mystery, world of excitement. Where'd it come from? No idea. But thanks to Protostar, bam, you can put a house on it. Feel the adventure of clearing your land. The pride of building your home. The freedom to make it your own. But that's not all. Plant a garden. Build a windmill. Erect a large, defensive cannon. You can do anything with your land. And thanks to Protostar, the possibilities are endless. Not feeling neighborly? No problem. Space is not an issue. Thanks to a miracle of science, Protostar can rip your land right out of the ground and hurl it into the sky, letting us build even more houses. That's right, houses in the sky. Because when you think about it, every customer is an island, so why not live on one? In the sky. Protostar, making dreams come true. For money. Protostar Corporation is not responsible for making actual dreams come true. Ja, das ist doch wunderbar. Für Geld kriegt man bei Wildstar alles. Und ich bin mittlerweile, muss ich sagen, ziemlich gespannt auf das Spiel. Ja, habe ich ja auch schon letztes Jahr auf der Gamescom anzocken dürfen. Ist ein bisschen comic-mäßig gestaltet. Auf jeden Fall geht es so etwas in die Richtung von WoW. Macht aber viel Spaß. Aber ist auch sehr viel auf Action ausgelegt. Also wirklich mehr auf so ein Story-Szenario Pseudo-MMO, also nicht auf so ein Open-World-Quest-MMO. Ja, also ich finde, das sieht sehr putzig aus. Auf jeden Fall. Also, mir gefällt das. Also du hast da halt erstmal auch bombenmäßig die Action am Start. Also du landest halt auf so einem Planeten und ja, hast du halt drei Klassen, zumindest war das damals so. Und dann kam erstmal schon so eine Horde Monster auf dich zugerannt und die musstest du halt erstmal kalt machen. Und da war schon ordentlich Action mit, da war auch alles wunderbar vertont und ja, hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Wenn die dieses Jahr auch da sind, will ich das auch mal zocken. Ja, ich hoffe doch. Dann mache ich meine Insel und da baue ich mir ein Haus aus rosa Plüsch. Also im Pressebereich ist NCSoft, soweit ich weiß, nicht, aber im Consumer-Bereich, also im Community-Bereich, sprich da, wo eigentlich auch die meiste Action geht, da werden auf jeden Fall ein paar Rechner rumstehen für Guild Wars 2 und Wildstar. Ja, ist doch super. Dann baue ich mir ein Haus. Ja. Ich baue mir ein Schloss. Ja, weiter geht's im Text. So, wir machen weiter mit Assassin's Creed 3. Da werden wir euch auch gleich einen kleinen Trailer zeigen. Und zwar so einen Trailer, der so ein bisschen zeigt, was die Engine, die Unreal Next Engine von Assassin's Creed 3 so alles kann. Ich würde mal sagen, meine Worte dazu, London, Regen, die Engine hält. Und Film ab, lieber Juga. Los geht's. At the heart of Assassin's Creed 3 lies a radically redesigned game engine we call Anvil Next. This proprietary technology renders seamless worlds of nearly infinite possibility, transporting you deep inside America, before it was America. For
From vivid natural landscapes to accurate portrayals of life during the American Revolution, you'll experience the tumultuous reality of the birth of a new nation. Innovative artificial intelligence will enable you to meet and interact with the diverse characters that made up the early colonies. Due to advancements in the Anvil Next game engine, you'll encounter up to 2,000 non-player characters in a single sequence. You'll travel on board and into the action, taking your place in epic sea battles where wind and water simulation force you to assess sea conditions as you battle your opponents on the open ocean. And at the heart of the action stands Connor, the conflicted hero of Assassin's Creed 3. Prepare yourself to battle a physical world rendered in astonishing detail, where dynamic weather systems challenge you with extreme conditions in all four seasons. Our most complex and technically advanced assassin to date. As Connor, you'll move through the Assassin's Creed world with remarkable precision and fluidity, enhanced by more than 1,000 new animations for Connor alone, resulting in the most detailed third-person action character ever created. Prepare to surprise yourself with entirely new combat maneuvers unique to Assassin's Creed 3. Connor's Native American heritage is evident in his unique approach to combat and his choice of traditional weapons such as the bow and tomahawk, giving you new tools with which to hone your abilities as a master assassin. In this world of divided loyalties and uncertain allegiances, you must find your way. Welcome to the un-United States of America. A frontier to be tamed. A continent to explore. And a war to be waged. Assassin's Creed 3. Ignite the revolution. Ich muss ja mal sagen, wenn ich das sehe, kriege ich echt wieder richtig viel Bock auf Assassin's Creed 3. Also, ist wirklich schon sehr, sehr genial. Ja, also es ist auf jeden Fall auch gut gemacht und sieht natürlich jetzt mit der aufpolierten Engine auch sehr gut aus. Denn es ist halt die gleiche Engine, die auch für die anderen Teile benutzt wurden, nur die sind natürlich inzwischen auch ein bisschen angestaubt, so wie der gute Ezio inzwischen selber, deswegen wurde er auch abgelöst. Und deswegen hat man die alte Unreal-Engine ein bisschen aufpoliert und die heißt jetzt Unreal Next und die wird, habt ihr ja gerade gesehen, mit jedem Charakter, mit jeder Wetterlage und mit jeder Figurenmasse fertig. Also 2000 voll animierte NPCs in einer einzigen Schlacht, das ist echt schon richtig viel. Normalerweise hat man ja immer nur so 10 und dahinter ist halt alles so, quasi wird nur als Film so eingeblendet, so als Spiegelung quasi. Aber das alles hier mit dem Live-Rendering und ja, das ist schon wirklich, wirklich krass. Also auch wie abwechslungsreich diesmal das Ganze gestaltet ist. Also man kriegt richtig, mit jedem weiteren Bild und Trailer kriegt man richtig Hunger auf Assassin's Creed 3. Also für mich mit eins der Top-Games diesen Jahres. Ja, nachdem am Anfang einige Stimmen laut wurden, die gesagt hatten, falsches Setting. Ja, ist wirklich so. Also das gerade auch halt wegen dem Setting, das hat viele ein bisschen verstört, weil man geht jetzt wirklich von diesem, wie soll man das eigentlich nennen? Was? Barock? War das Barock? Nee, das war so, naja, Italien, welche Zeit mag das gewesen sein? Ich habe es leider selber nicht gespielt, deswegen bin ich da jetzt nicht ganz so drin. Auf jeden Fall halt dann in dieses ganze Amerika-Setting rein. Ist eben für viele harte Fans der Reihe ist es schon ein Dolch ins Herz gewesen. Aber man gewöhnt sich ja immer dran und spätestens nach dem Gameplay-Trailer der E3 waren alle Zweifel weggewischt und ja, Assassin's Creed 3, Top-Game 2012. Daumen hoch. Daumen hoch. Wir sind gespannt. So, machen wir weiter mit einer News, die diese Woche irgendwie ein bisschen lustig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Leute, die letzte Woche zugehört haben, erinnern sich vielleicht noch, wir haben uns unterhalten über Skyrim Dawnguard. Da ging es darum, dass der DLC Dawnguard schon für die, lass mich mal lügen, Xbox erhältlich war und für den PC und die PS3 noch nicht mal angekündigt war.
Und im Laufe der letzten Woche kam es dann auf einmal, plöpp, ab sofort Skyrim Dawnguard für den PC erhältlich zum Download. Ich glaube, es war in der Nacht von Freitag auf Samstag oder Donnerstag auf Freitag. Auf jeden Fall, ja, ging ich morgens an meinen Rechner, habe wie immer die neuesten Gaming-News gecheckt und lese plötzlich auf PlayNation Dawnguard DLC für PC verfügbar. Ich glaube, es müsste Donnerstag auf Freitag gewesen sein. Irgendwie so war das. Also ich habe es jetzt nicht mehr ganz so, obwohl wir können ja mal einfach gucken. Wir haben ja praktisch gesehen alles hier auf. Jeden Fall war ich hin und weg, weil zuerst heißt es ja, man weiß nicht mal, ob das überhaupt rauskommt, weil angekündigt ist ja offiziell noch nichts. Und dann ist es plötzlich da. Vielleicht auch nur eine clevere PR-Kampagne, erstmal so ein bisschen auf, naja, kommt vielleicht gar nicht zu tun und dann, zack, okay, jetzt haben wir es ja doch rausgebracht. Haha, haben euch alle nur getrollt. Am 3.8. ist es übrigens erschienen. Ja, also ich würde sagen, Community-Trolling at its best. Auf jeden Fall und ja, ich bin jetzt auch schon stolzer Besitzer des DLCs und muss sagen, Skyrim ist für mich mit eines der ja untergegangenen Spiele des letzten Jahres gewesen, denn ich habe Skyrim ja bekommen, hab's installiert, 2 Stunden gespielt und es hat mir super gefallen, aber ich habe dann immer, ihr wisst ja, wie das ist, dann habt ihr so ein Game und dann immer irgendetwas anderes, was euch da in die Quere kommt und dann, aber Dawnguard war jetzt auf jeden Fall für mich dann gestern wieder mal ein Grund, Skyrim auszupacken und seitdem, ja, sitze ich da vor meinem niegelnagelneuen Gaming-Laptop mit meinem Controller und mach so ein bisschen ein auf Konsole, weil ich finde, man kann Skyrim wirklich wunderbar mit dem Controller steuern. Ja, muss jetzt irgendwie Level 10 werden, weil ab Level 10 beginnt Dawnguard, also dann quasi könnt ihr in die Handlung des DLC einsteigen und dann bin ich auf alle Fälle mal gespannt, was mich da erwarten wird. Also wenn ich jetzt hier den Trailer im Hintergrund gucke, da habe ich schon richtig viel Bock drauf. Du hast auf alles Bock, was man spielen kann. Ja, natürlich, ne? Sonst wäre ich ja auch kein Videospiele-Redakteur. Sonst wäre ich, keine Ahnung, Wurstwarenverkäufer. Auf jeden Fall, Dawnguard ist draußen, könnt ihr euch kaufen. 19,99 € kostet das auf Steam erhältlich. Gab es jetzt auch im Angebot, glaube ich. Ich glaube, es gab es auch mal im Angebot. Ich glaube, Skyrim war noch mal im Angebot, nachdem jetzt Dawnguard dann kam. Ich glaube, auch Dawnguard war es, glaube ich, für 14, also egal, auf jeden Fall 19,99 € könnt ihr Dawnguard kaufen, lohnt sich auf alle Fälle, sind nochmal 10 Stunden Spielzeit circa, ja, was alles mit hinzukommt zu Skyrim, macht megamäßig Bock. Hoffe ich mal. Also Skyrim macht megamäßig Bock und Dawnguard, wenn man sich so die Tests anguckt, auf jeden Fall auch. Ja, mit Sicherheit, auch wenn die Figuren, die ich da gerade gesehen habe im Trailer, mir bisschen hässlich waren. Es ist ja auch Vampire gegen Werwölfe. Du musst dich entscheiden für eine von beiden Fraktionen. Und es geht vor allem von der Story geht sogar richtig weit, weil die Vampire, also der Vampir-Obermacker, der will ja die Elder Scrolls, also die Schriftrollen der Alten an sich bringen, um damit natürlich zum absoluten Oberguru aufzusteigen. Und das muss man natürlich irgendwie verhindern. Alle wollen nur die Elder Scrolls. Alle wollen die Elder Scrolls. Wusa. Da. Ich mache jetzt aber trotzdem mal weiter. Vom frischen Neuen zum, ja, wie nenne ich es, frischen Alten. Wir kommen zu einem Remake von GTA 3 in Rage-Optik. Und nein, nicht Rage, der Shooter, sondern Rage, die Engine. Liberty City im frischen Glanze sozusagen. Denn einige Tüftler arbeiten zurzeit daran, GTA 3 komplett umzusetzen in neuer Gestalt oder neuem Gewand. Lieber die Gestalt bleibt ja gleich, aber das Ganze soll nachher noch ein bisschen schicker aussehen. Ja, und dazu haben wir auch einen wunderbaren Trailer für euch, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollten. Heute hier die richtige Trailer-Show, oder? Ja, aber total. Aber lohnt sich auch. Ja, lohnt sich auf alle Fälle. Deswegen viel Spaß. GTA 3 auf der Engine von GTA 4. Yeah.
Ja, GTA 3 auf der Engine von GTA 4. Und ich muss mal sagen, wenn ich das sehe, habe ich schon gar keinen Bock mehr auf GTA 5. Habe ich es sowieso nicht. Aber ich habe GTA 3 geliebt und das alte Feeling mit einer neuen Engine. Wenn das wirklich alles so stimmt, wie es damals war, dann bin ich der Erste, der das spielen wird. Boah, schon wieder. Mensch. Interessant finde ich, GTA 3 und darunter Demo available soon as GTA 4 oder GTA 4 San Andreas Add-on. Ja, das Ganze wird wohl auch so ein bisschen mit vernetzt, also quasi ja, als Mod für GTA 4, wenn ich das hier richtig lese. Ist ja auch eine Mod. Also deswegen. Das ist ja der Grund, dass das sowas entstehen kann, ist ja, weil GTA 4 ist halt open für sämtliche Modder. Deswegen kann sowas entstehen. Ich bin mal gespannt, wie sie es halt dann auch mit der Vertonung hinkriegen. Aber gut, das ist ja, muss man bei Mods immer so ein bisschen Abstriche machen. Auf jeden Fall sieht es megamäßig geil aus. Und alle GTA-Fans da draußen, ihr könnt euch darauf freuen. Oh ja. Übrigens können sich auch alle Wii U-Fans freuen, denn inzwischen ist so ein bisschen eine Liste draußen, was wir alles so für Starttitel haben wollen. Wir wollen das jetzt gar nicht mal lange machen, wir wollen jetzt nicht über jedes einzelne Spiel sprechen, aber auf jeden Fall sind da schöne Sachen mit dabei. Zum Beispiel Assassin's Creed 3 wird es ja für die Wii U geben. Für die alten Nintendo-Fans natürlich New Super Mario Bros. U. Pikmin 3 wird es geben, nachdem auch jahrelang viele Leute geschrien haben. Lego City Undercover wird es geben. Oh, was gibt's denn hier noch alles? Ich bin völlig... Zombie U, auf jeden Fall. Das Game, auf das der Yuga sehnsüchtig wartet. Für mich schon ein Grund, sich die Wii U zu kaufen. Ich glaube, Modern Warfare 3 wird auch noch ein Launch-Titel, oder? Ja, genau. Mass Effect 3 auch. Tekken Tag Tournament wird's geben. Also quasi die ganzen neu aufgesetzten Spiele. Die Wii U lebt ja gerade am Anfang davon, dass eine Menge schon veröffentlichte Spiele, wie eben Modern Warfare 3, wie Batman Arkham Asylum, wie Mass Effect 3, dass die halt alle auf der Wii U jetzt nochmal rauskommen. Ja, ist nicht schlecht, gerade für Nintendo-Fans halt auch mal so ein bisschen diese Mainstream-Games abzubekommen, die es sonst auf der Wii nicht gab, und wenn, jetzt im Fall von Modern Warfare 3 mit immens schlechter Grafik, dass es gar keinen Spaß macht, die Spiele zu spielen. Ich bin jetzt der Letzte, der sagt, Grafik ist bei einem Spiel das Wichtigste, aber wenn das alles so PlayStation 2-mäßig aussieht, dann lohnt sich auch irgendwie nicht die 60 Euro dafür Modern Warfare 3 auf den Tisch zu legen. Nein, da hast du total recht, aber es wird ja alles neu macht die Wii U. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt und begeistert und freuen uns drauf, was es alles geben wird. Wie gesagt, der Yuga wartet schon ganz heiß und sehnsüchtig auf Zombie U. Und ich finde es einfach mal ganz schön, dass Nintendo jetzt bei der Konsole wieder alles richtig macht beim Release und schon mit den Mördertiteln zum Release rauskommt. Denn wir wissen ja alle, für eine Konsole sind gerade die Release-Titel ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist ja damals auch so ein bisschen der GameCube gefloppt. Der hatte nämlich keine vernünftigen. Der hatte auch später keine vernünftigen. Es war bei dem so ein allgemeines Problem, dass die ganzen Spiele, die den GameCube in Japan groß gemacht haben, in der westlichen Welt alle gar nicht rauskamen. Aber gut, wer möchte auch Spiele spielen, indem man seinen Hund in Tokio Gassi führt? Das ist nichts, was den europäischen Action-Fanatiker vom Hocker reißt. Aber, liebe Draki, weißt du, was mich jetzt richtig vom Hocker reißen würde? Was denn? Na, Feierabend. Feierabend, Fritz Cola? Wie immer, aber nicht Fritz Cola. Nicht? Ist der Werbevertrag immer noch nicht durch? Nein. Verdammt. Dann lieber Coca-Cola oder Pepsi-Cola oder Vita-Cola oder welche Cola ihr auch immer trinken wollt. Richtig. Wir trinken jetzt auch ein Feierabend-Colachen oder ein was auch immer. Und dementsprechend wünschen wir euch allen hier, die jetzt live dabei sind, noch einen wunderschönen Sonntag, und allen, die auf YouTube hier das Ganze innerhalb der Woche gucken oder wann auch immer, wünschen wir natürlich noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, gute Nacht, guten Appetit und süße Träume. Genau. Und wenn ihr noch mehr Gaming-News, Artikel, Bilder, Videos wollt, playmassive.de, playnation.de, das sind eure Adressen. In diesem Sinne, haut rein, gehabt euch wohl, euer Hyuga und eure Draki.